Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Meister. Bleiben Sie gleich mit mir auf der Bühne. Wir wollen ja noch 5 von unseren 6 Hochschulen, die heute hier sein können, eine Anerkennung aussprechen. Ich habe gesehen, die Stifte gingen immer auf dem Papier oder auf den iPads hin und her, in dem Moment, wo Sie die ganzen Förderankündigungen gemacht haben. Ja? Also da wird eine Forschungslinie, schrieben alle ganz auf, sagt, ah, da kann ich mich bewerben oder so. Ja? Aber mir sind 2 andere Dinge hängen geblieben. Das eine ist, Sie haben gesagt, wir haben in den letzten Jahren viel in den Ausbau gesteckt, jetzt kommt die Qualität. Und ich glaube, das ist genau die Schnittstelle, an der Digitalisierung eine Rolle spielt. Man kann es etwas platter ausdrücken, Personalisierung auch in der Masse ermöglichen. Ja, schöner klingt natürlich Ausbau und Qualität, aber die Frage, wie wir damit umgehen, dass wir heute eben ein sehr großes Hochschulsystem haben und trotzdem ein sehr heterogenes, oder wir sind gerade deswegen ein sehr heterogenes, und den Einzelnen gerecht werden müssen in der Masse. Ja, bei Ausbau und Qualität, ich glaube, da kommt Digitalisierung sehr ins Spiel. Und es wird sich zeigen, Sie hatten eben Ihr neues Institut für die Qualität in der Lehre, es hieß nicht Institut, Zentrum für die Qualität in der Lehre und der Digitalisierung dort eine Rolle geben. Ich glaube, auch da werden wir sehen, in wenigen Jahren werden wir nicht mehr über digitale Lehre reden, sondern über Lehre. Und digital wird so normal sein wie Bücher. Und mir hat neulich ein Lehrer gesagt, er ginge ja auch nicht in die Schulklasse und sagt, hurra, heute machen wir Buchklasse, ja, weil er am Tag vorher irgendwie digitales Unterrichten gemacht hatte, sondern das wird irgendwie ein normaler Teil werden. Ja, und dann haben Sie eben noch gesagt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Und 6 Hochschulen, die einen Zweck in der Digitalisierung gesehen haben, waren ausgewählt worden für die Peer-to-Peer-Beratung. Und wir würden gerne Ihnen, die heute hier sind, noch einen Dank aussprechen, weil Sie Ihre Erfahrungen weitergeben. Und ich würde einmal einen Vertreter, eine Vertreterin der Hochschule Bochum, oder alle, die da sind natürlich, ja, von der Hochschule Bochum gerade auf die Bühne bitten. Und dann, hallo Frau Galler, wir hatten ja eben schon. Und dann gibt es ein Zertifikat durch den Staatssekretär und einen Blumenstrauß durch mich. So, und das ist der Blumenstrauß als Dank. Und ich habe auch gesehen, wenn die Hände zu nass werden, es gibt auch einen Lappen da hinten. Ja, aber den ist erstmal da. Bleiben Sie noch kurz hier, Frau Waller. Wir wollen noch gleich ein Foto machen. Dann hätte ich gerne noch, wer von der Technischen Uni in Braunschweig denn hier ist. Wunderbar. Jetzt fange ich mal hier an. Herzlichen Dank. Auch für Sie darf ich einen Blumenstrauß. Dann haben wir noch Dresden, die Hochschule für Technik und Wirtschaft. Da ist sie. Hallo, Herr Sonntag. So. Den Herrn Sonntag werden Sie dann auf dem Abschlusspodium noch erleben. Da wird er uns noch Schrecken und Freude des Peer-to-Peer-Beratungsprozesses verraten, oder? Genau, das war die richtige Zusammenfassung. Okay, alles klar. Gut, dann waren wir da schon mal so. Und dann haben wir noch Göttingen, die Georg-August-Universität in Göttingen. Da ist sie. Hallo. Wir hatten vorhin schon... Hallo, Herr Rambach. So, da habe ich nur einen Blumenstrauß. Genau. Und als letztes, weil die Stuttgarter den Weg nach Berlin heute nicht gefunden haben, aber einen sehr spannenden Beratungsprozess hatten, kann ich sagen, da habe ich nämlich den Moderator gemacht, hätten wir noch die Pädagogische Hochschule in Heidelberg. Da war Herr Ziegele damals als Moderator. Herzlichen Glückwunsch. Der Kollege Meh aus der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. War auch aus der Hochschule kommt einer der ersten Vorreiter, Sie ahnen, über wen ich rede, dem ich vor 5 Jahren in Veranstaltungen zur digitalen Bildung immer begegnet bin und dachte immer, der ist jetzt kein Student, sondern ein Professor, aber es war so. Und inzwischen ist er sogar Prorektor. Wunderbar. Wir hätten noch gerne, Herr Meister, wenn Sie vielleicht in die Mitte kommen, ja, ein Bild von uns allen. Die Mitte ist hier. Genau, die Mitte. Genau, das lassen wir noch ein bisschen frei. Genau, kommen Sie ein kleines Stück nach vorne. Genau. So, passt. Und rutschen Sie noch ein Stück zusammen, dann ist es perfekt. Wunderbar. Achtung. Genau, es ist...
Achtung, nochmal einmal nach vorne. Der Geldgeber. Sie. Ja, Achtung. Nochmal nach vorne gucken. Dankeschön. Super.